Hallo, mein Name ist Annalena Hammer. Ich bin Bauingenieurin. Ich habe hier an der Ruhr-Universität Bochum studiert und ich promoviere jetzt am Lehrstuhl für Tunnelbau, Leitungsbau und Baubetrieb bei Professor Thewes. Wie bin ich hierhin gekommen? Das möchte ich euch ganz gerne kurz erzählen. Also in der Schule haben mich schon immer die technischen Bereiche interessiert und auch die Mathematik. Und dann habe ich zweimal in den Ferien beim Ruhrverband gearbeitet und habe mich da einmal mit Talsperren beschäftigt und einmal mit Kläranlagen. Und das fand ich unheimlich interessant und habe gedacht, okay, du studierst Bauingenieurwesen. Und da die Uni hier in Bochum oder die Fakultät in Bochum meinen guten Ruf hat, bin ich direkt hier geblieben in der Umgebung. Und das hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe aber während des Studiums gemerkt, okay, das, was dich eigentlich wirklich fasziniert, das ist der Tunnelbau. Und dann habe ich auch meine Diplomarbeit in dem Bereich geschrieben und wurde dann von meinem Chef gefragt, ob ich hier bleiben möchte und hier promovieren will. Und das mache ich jetzt. Wir stehen jetzt hier in meinem Spritzbetonstand. Hier kann ich Prüfungen zu Spritzbeton machen. Das ist ein Beton, der an die Tunnelauskleidung angebracht wird, aufgespritzt wird. Und wir machen das Ganze hier in kleinen Versuchen und testen dann. Und das brauche ich dann für meine Arbeit. Hier haben wir die Hilti. Und mit dieser Hilti kann man in den Beton schießen, diese Bolzen. Um das zu machen, setze ich meine Sicherheitsbrille auf, weil das gefährlich sein kann. Man setzt die Hilti press auf den Beton auf und dann schießt man. So wird jetzt der Bolzen in den Beton geschossen. Und dann kann man den nachher wieder herausziehen. Wenn der Beton dann zu alt ist, so ungefähr nach 1 bis 1,5 Tagen, kann man diese Bolzen nicht mehr richtig reinschießen, so wie man das hier sieht, weil dieser Beton nämlich schon zu alt ist. Ich wollte euch das nur gerne einmal zeigen. Also wenn ihr das wirklich wollt, wenn ihr wirklich Bauingenieurwesen studieren wollt und dann auch mal mit solchen Dingern in den Beton schießen wollt, dann kann ich euch das nur empfehlen. Das macht echt Spaß. Das ist kein Männerberuf, sondern wir können das genauso gut. Und ich würde mich freuen, ganz viele von euch bald bei mir in der Vorlesung begrüßen zu dürfen.